So, liebe Leute, jetzt ist es, wie spät haben wir es? Viertel nach drei. Und es ist einigermaßen bewölkt. Das heißt, also die Sonne konnte gar nicht so viel draufstrahlen mehr. Und jetzt haben wir hier mit der Luft 32,2 Grad Celsius und hier 32,9 Grad Celsius. Das heißt, die Flasche mit dem CO2 ist noch wärmer. Jetzt könnte man denken, aha, die hat also mehr Wärme gespeichert. Ja, da ist was dran. Nur dürfen wir eins nicht vergessen. Hier habe ich fast nur CO2 drin in dieser Flasche. Und hier normale Luft. Und erinnert euch an den ersten Teil des Videos. Im ersten Teil hatte ich ja gesagt, natürlich, wir haben dort viel mehr Masse drin. Und viel mehr Masse, obwohl die spezifische Wärmekapazität nicht ganz so hoch ist wie bei reiner Luft. Also wie bei typischer Luft, sondern bei CO2 ist die Wärmekapazität etwas geringer, aber wir haben mehr Masse. Das heißt, diese Mehrmasse hat auch letzten Endes mehr Wärme speichern können, weil mehr Masse da ist. Jetzt dürfen wir aber bei der ganzen Versuchsbetrachtung eins nicht vergessen. Wie viel CO2 haben wir wirklich in der Luft? Diese 0,0 nix Prozent. Ja, die sollen die ganze Klimaerwärmung ausmachen. Die sollen also den Effekt herstellen, dass das CO2 wirklich unsere Erde zusätzlich erwärmt durch einerseits Absorption. Natürlich, jedes Gas absorbiert ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen, aber normalerweise kaum. Dann ist es ja durchsichtig, transparent. So. Und da ist es doch wirklich lächerlich zu sagen, ah, das ist der böse Klimakiller. Nee, beim besten Willen. Man kann es so oder so machen, man kann alle möglichen Versuche machen, wenn man die wirklich wahr macht. Also ich kann den auch nochmal unter Zeugen wiederholen, unter einem Notar, unter notarielle Aufsicht oder sonst was. Es ist albern, was man uns hier weismachen will. Tja, ich glaube, jetzt haben wir es aber wirklich erreicht. Irgendwann reicht's. Also, ich wünsche euch alles Gute, Leute, und immer dann denken, wenn man was weiß, ja, dann kann man das Wissen kombinieren, dann kann man erst denken. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Ich möchte aber, dass ihr was wisst. Macht's gut, tschüss.